Wir kommen jetzt zu dem großen Experiment. Und da wird gerade etwas verkabelt und gemacht und getan. Sie sehen hier Jeffrey Kiel schon abgebildet. Er ist der Kopf des Klimawandelforschungsabteilung bei diesem Nationalen Zentrum für Atmosphärenforschung, NCAR, in Boulder, Colorado, und arbeitet seit über 25 Jahren auf dem Gebiet von Klimawandelfragen. Und er ist gleichzeitig auch der Kopf des sogenannten Community Climate System Model Projektes, wo also die Community, also die Gemeinschaft der globalen Klimamodellierer, eine gemeinsame Plattform hat, um diese große Herausforderung, die ja auch Herr Schönwiese heute Vormittag schon ansprach, so zu verbessern, dass wir tatsächlich die ganzen Herausforderungen, die Modellierung bedeutet, zunehmend besser in den Griff kriegen und damit arbeiten können. And I see Jeffrey Kiel here on my small monitor. Hi Jeffrey, great to see you. Ich sehe welcome Jeffrey jetzt in hier Annaberg. Auf dem kleinen Monitor. And willkommen. Let's see whether this works on the projection. In Annaberg, mal sehen, ob das auch. And Alina will have to tell me what to do. In der Projektion funktioniert. Was muss ich machen? You still need a little bit of time? Okay. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Wir müssen nur ein bisschen geduldig sein, das kommt schon hin. Das muss irgendwie so äquilibriert werden mit der Tongeschichte. Was ich persönlich hochinteressant finde, ich halte lieber die Klappe. Can you hear me? Well, thank you for this invitation to speak about climate modeling. I've actually changed the topic to talk a bit to the current status of Earth system modeling. Ich habe den Titel ein bisschen geändert. Der aktuelle Stand der Modellierung des Erdsystems, also nicht nur Klimamodellierung. So, das ist der Inhalt meiner Präsentation. Eine kurze Zusammenfassung des Wandels, was es für Veränderungen gab. Sie haben ja schon eine Zusammenfassung des IPCC-Berichtes gehört. Also darüber wurde ja schon gesprochen. Die meiste Zeit möchte ich heute über die aktuellen Herausforderungen der Modellierung des Erdsystems sprechen. Und natürlich habe ich nicht so viel Zeit, also die Zeit ist begrenzt. Ich möchte mich vor allem auch beziehen auf die Simulation des Wasserkreislaufs auf der Erde. Und zum Abschluss spreche ich über die Herausforderungen, wie man den Klimawandel kommunizieren kann. Dazu habe ich sehr viel gearbeitet in den letzten 5, 6 Jahren. Und dadurch, dass ich auch Psychologie studiert habe, kann ich das damit verbinden, und deswegen bin ich da sehr interessiert an dem Thema. Bestimmte Veränderungen, die sichersten Veränderungen. Was sicher ist, ist die beobachtete Erwärmung Ende des 20. Jahrhunderts. Da haben wir Zahlen durchschnittlich über Jahrzehnte. Und es ist ganz klar, dass es eine Erwärmung ist, die auch jetzt im 21. Jahrhundert fortgeführt wird. Und was ist auch sicher, das ist das Anwachsen vom Kohlendioxid.
Das ist eine Rekonstruktion der atmosphärischen Kohlendioxidbelastung. Der rote Balken, das ist der prognostizierte Anteil von Kohlendioxid Ende des Jahrhunderts, die geschätzten Emissionen. Und was man hier sieht, die Emissionen zur Zeit Ende des Jahrhunderts werden wir dreimal so hohe Kohlendioxidkonzentrationen haben in der Atmosphäre wie jetzt. Und in den letzten Jahren, also es gab immer diese Kohlendioxidanteile in der Atmosphäre, aber sie erhöhen sich jetzt. Die letzten 100, 200 Jahre wurden die Konzentrationen sind angestiegen auf ein Niveau, was die Welt noch nicht gesehen hat. Was sind die aktuellen Herausforderungen bei der Modellierung? Die Treibhausgase steigen an sehr schnell. Wir müssen wissen, wie das Erdsystem darauf reagiert, auf diese hohen Niveaus von Kohlendioxid. Wo wir uns jetzt zurzeit befinden in der Entwicklung und Verbesserung der Modelle, ist zwiegespalten, Komplexität und Auflösung. Auflösung ist räumliche Auflösung gemeint, wie wir das in unsere Erdsystemmodelle einbringen können. Komplexität, Klima ist natürlich das Ergebnis von sehr komplexen Wechselspielen zwischen Physik, Chemie und physikalischen, chemischen und biologischen Prozessen und Auflösung. Wir wissen, dass das Klima unserer Erde das Ergebnis von Prozessen ist. Wenn wir uns die Entwicklung der Klimamodelle angucken in den letzten 30, 40 Jahren, das sind Zahlen des Berichtes der Arbeitsgruppe 1. Sie sehen, wie sich die Komplexität entwickelt hat. In den 80er Jahren waren die Klimamodelle sehr viel einfacher. Jetzt wurden sie ergänzt durch die Landoberflächenmodelle und Meeresoberflächenmodelle. Die Modelle enthalten nicht nur Landprozesse und Meeresprozesse, sondern auch atmosphärische Prozesse, chemische Prozesse. Biologische Prozesse, meeresbiologische Prozesse. Die Chemie der Atmosphäre ist auch ein Teil der Systemmodelle. Und der jüngste Prozess, der in den letzten Jahren dazugekommen ist, sind die Modelle der Eisdecke. Within the Earth's system. Of course, the
Die Probleme, die durch die Komplexität entstehen, die Modelle sind sehr viel schwerer zu interpretieren, denn man hat diese verschiedenen Prozesse, die sich überlappen und aufeinander einwirken. The development of Earth system models is not just the scientific also die Entwicklung der Modelle, es ist nicht nur wichtig, dass man das wissenschaftlich versteht, aber wir brauchen natürlich auch die Möglichkeit, die Modelle zu simulieren und die Modelle zu erstellen. Ich möchte ein Beispiel geben für die Komplexität. Wie dieses Modell zeigt, wie Kohlendioxid zunehmen wird in der Zukunft. Das ist der Kreislauf und in diesem Bild sieht man, dass es verschiedene Reservoire gibt, auch in der Atmosphäre, aber auch in Landgebieten und auch im Ozean. Und es gibt einen Kreislauf. Also nur die Hälfte des Kohlendioxids, was in die Atmosphäre geht, geht in die Ozeane und in das Land durch die Vegetation oder die Meeressysteme. Also wir müssen nicht nur die physikalischen Klimasysteme modellieren, sondern auch die chemischen Prozesse. Man sieht also die Komplexität und warum es so wichtig ist, diesen Carbon Cycle auch mit aufzunehmen, das Modell. Also die Menge des Kohlenstoffs, der in die Atmosphäre emittiert wird, die in der Atmosphäre bleibt, und wie viel Kohlenstoff dann vom Land aufgenommen wird oder vom Ozean aufgenommen wird. Und am Ende des 21. Jahrhunderts sieht man, dass es ein positiver Trend ist. Also das Land ist dann eine Quelle vom Kohlendioxid. Hier sieht man die Kohlendioxidkonzentration und diese Studie enthält den Kohlenstoffkreislauf und die Rückkopplung und die anderen Kurven. Es gibt also einen großen Unterschied bei den Projektionen, ob wir die Lebensprozesse in die Projektion aufnehmen oder nicht, denn sie sind ja Teil des Erdsystems. Die Effizienz, wie Kohlenstoff aufgenommen wird, ist natürlich auch wichtig, wie das Leben wächst auf der Erde. Es ist ein Nährstoff. Und das sind die projektierten Karten der Erdoberfläche und der Meeresoberfläche und Projektionen für die Zukunft. So, das zeigt die Chemie der Atmosphäre. Man sieht wieder die Komplexität, die in unseren Erdmodellen beinhaltet ist. Es hängt auch von der Bewölkung ab, es hängt vom Regen ab in bestimmten Regionen.
Ich gehe jetzt über zur Auflösung. Ich hoffe, dass ich Sie überzeugen konnte, dass wir auch chemische Prozesse und biologische Prozesse in die Modelle aufnehmen müssen. Aber die Bewölkung ist auch sehr wichtig. Man sieht die verschiedenen Prozesse in der Atmosphäre. Sie sehen die Zeitachse und die Raumachse. Die Raumachse ist von einem Meter bis 10.000 Metern und auf der Y-Achse die Zeitachse von Minuten bis Jahren. Und diese Prozesse und Phänomene, wenn wir diese Prozesse in den Modellen simulieren wollen, müssen wir herausfinden, wie wir die in unsere Modellsimulationen einbinden können. Einige dieser Prozesse brauchen 50 Kilometer oder mehr. Kleinere Prozesse, also kleinere Wolkenformationen oder Fronten, sind zu klein, um sie aufzulösen in den Modellen. Das ist ein Bild, wie sich die Modelle entwickelt haben in der Zeit, was wir simulieren können, wenn man die räumliche Auflösung betrachtet. Zuerst gab es Gitternetze von 500 Kilometern Auflösung. In dem zweiten Bericht war es die Hälfte. Sie konnten da Modelle sehen von 250 Kilometern. Im dritten Bericht konnten wir das noch weiter reduzieren. Es gibt natürlich viele globale Modelle. Wenn wir uns die Bilder ansehen, im vierten Bericht waren wir sehr erfolgreich, das noch weiter aufzulösen. Aber wir haben damit nicht aufgehört, sondern die jetzigen globalen Modelle haben eben noch eine höhere Auflösung. Unten, das sind zum Beispiel 30 Kilometer Auflösung. Also das ist jetzt Usus, dass man die globalen Modelle mit 30, 50 Kilometer Auflösung erstellt, und dadurch kann man natürlich genauere Vorhersagen machen für regionale Phänomene, regionale Niederschläge. Wir haben also die Auflösung verbessert. Das ist die Oberflächentemperatur der Meere, die jährliche Durchschnitt, also die Beobachtung und die Modellkalkulation. Die Auflösung ist 200 Kilometer. An der Westküste Nordamerikas und Südamerikas. Und unten sieht man dann eine Auflösung von 50 Kilometern. Und das ist sehr wesentlich verbessert. Wir können jetzt genauer die Winde darstellen, die an den Küstenregionen unterwegs sind. Biased regions of the coastal regions.
Und deswegen haben wir dann nicht mehr solche Probleme an den Küstenregionen, um das darzustellen. Das ist ein anderes Beispiel, was wir bekommen können, wenn wir eine höhere Auflösung verwenden. Unten eine Auflösung von 25 Kilometer und man sieht, man sieht kaum Unterschiede zwischen den Beobachtungen und dem Modell. Und das wäre sehr schwierig, das zu simulieren mit einer gröberen Auflösung. Das ist ein anderes Modell mit einer sehr hohen Auflösung. Die Wolkenformation über dem Atlantik. Oben ist ein Klimamodell und unten sind die Beobachtungsdaten. Also man sieht kaum einen Unterschied zwischen der Wirklichkeit, die Satellitenbeobachtung und dem Modell. Das war eben die größte Errungenschaft in den letzten Jahren, dass wir sehr feine Skalierungen für die Modelle anwenden konnten. Wie gut können wir jetzt den Wasserkreislauf darstellen? Denn das ist sehr wichtig für die Menschheit. Das sind die Projektionen für das Ende des Jahrhunderts, die Feuchtigkeit des Bodens, die RCP, die RCPs. Rechts unten ist RCP 8,5. Diese verschiedenen RCPs zeigen, dass durch die Klimaerwärmung gibt es viel Trockenheit in vielen Gegenden der Welt. Und wir müssen verstehen, wie der Wasserkreislauf sich verändert in der Zukunft. Das ist wichtig für die Landwirtschaft und überhaupt für den Wasserbedarf der Menschheit. Das sind detailliertere Zahlen. Auf der linken Seite die Temperatur. Oben Sommer, unten Winter. Und in der Mitte sieht man die Hitzewellen. Und auf der rechten Seite geht es um den Niederschlag, oben wieder Sommer, unten Winter. Die Veränderung beim Niederschlag. Das ist ein Beispiel für Modelle. Und 80% der Modelle stimmen darüber überein mit den Niederschlagsprojektionen. Aber es gibt auch eine große Streuung zwischen den Modellen, die Veränderung beim Niederschlag darstellen. Wir wollen die Unsicherheit begrenzen. Wir wollen auch regional genau vorhersagen können, wie sich die Niederschläge verändern. Eine große Rolle spielt auch, wie viel Regen es geben wird an bestimmten Orten. Das ist eine Simulation der Atmosphäre und der Ozeane der Welt mit einer Auflösung von 50 Kilometern. Wenn Sie sich die grün-gelben
Farben angucken, das ist Wasserdampf in der nördlichen und südlichen Hemisphäre, also an den Polen. Es geht vom Pazifik nach Kalifornien und es geht aus der Karibik bis nach Europa. Das sind die sozusagen atmosphärischen Flüsse. Das ist 90% des Wasserdampftransports aus den Tropen in die gemäßigteren Zonen. Hier sehen wir extreme Niederschlagsereignisse. Das ist aus einer Studie, die vor kurzem veröffentlicht wurde. Sie sehen den Wasserdampf, die diese extremen Niederschlagsereignisse in Europa transportieren. Man sieht die Richtung, in die der Wasserdampf fließt. Großbritannien und auch weiter in den Norden, in die skandinavischen Länder. Und es gibt auch andere Zeiten, wo diese Flüsse des Wasserdampfes nach Deutschland oder Frankreich gehen. Das ist aus der gleichen Studie. Die 10 größten Niederschlagsereignisse pro Jahr. Und diese Ereignisse sind direkt verbunden mit diesen atmosphärischen Flüssen des Wasserdampfes. Und es ist wichtig zu wissen, wo diese extremen Niederschlagsereignisse runtergehen werden und wie viel Regen es da geben wird. Und dafür ist es wichtig, den Wasserkreislauf zu kennen. Wir haben globale Simulationen berechnet bei uns, bei NCAR. Diese Flüsse aus den Tropen über Großbritannien nach Europa. Unten rechts sieht man den Niederschlag, der damit verbunden ist. Also das heißt, wenn diese Wasserdampfflüsse auf den europäischen Kontinent kommen, dann sieht man diese extremen Niederschläge. Das ist diese rote, pinke Farbe. Das ist nur, um Sie zu überzeugen, dass diese atmosphärischen Flüsse eine sehr wichtige Rolle beim Klimawandel spielen. Wir wollen natürlich verstehen, wie diese atmosphärischen Flüsse funktionieren und wie das sich verändert wird, wenn wir ein wärmeres Klima haben werden. Wichtig ist auch, wie wir den Klimawandel kommunizieren können. Es gibt natürlich viele Barrieren, dass man nicht so einfach der Öffentlichkeit die wissenschaftlichen Erkenntnisse kommunizieren kann. Es gibt kulturelle Dimensionen, soziale und wirtschaftliche. Mike Humes hat ja schon davon gesprochen. Er hat von einigen dieser Themen gesprochen, dem Wertesystem. Und selbst wenn wir die beste wissenschaftliche Information haben, dass das natürlich bearbeitet wird durch die Gesellschaft, durch das Wertesystem der Gesellschaft, soziale Konstruktionen, politische Konzepte und auch psychologische Prozesse. Und wir wissen jetzt, dass diese psychologischen Prozesse eine große Rolle spielen, wie wir das Risiko einschätzen. Diese psychologischen Prozesse bringen mit sich eine starke Reaktion. Easily we can understand or take in the science. We actually have ways und dementsprechend wie einfach wir die Wissenschaft aufnehmen können.
Wir müssen diese Prozesse verstehen, um die wissenschaftlichen Ergebnisse besser der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Wissenschaftler arbeiten mit Beobachtungen, Zeitreihen und Modellen. Und wir müssen Möglichkeiten finden, wie wir das der Gesellschaft kommunizieren können, indem wir das Wertesystem nutzen, so dass die Bevölkerung auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse verstehen kann. Als Zusammenfassung, diese ERT-Systemmodelle können erfolgreich viele Parameter simulieren, der Vergangenheit und der Gegenwart. Es wurden Verbesserungen durchgeführt in der Auflösung und der Komplexität. Der Wasserkreislauf ist sehr wichtig und auch, wie wir regional auf die Treibhausgase reagieren. Und das Kommunizieren der Ergebnisse der Klimawandelforschung, dafür braucht man auch psychologische Prozesse. Wir müssen uns auf diese Faktoren einstellen, wie die Menschen die Klimaforschung aufnehmen können. Dankeschön. Jeff, can you hear us? Jeff, can you hear us, Jeff? Jeff, Sie hören uns? Haben Sie Ton? Can you hear us? He switched his mic out. Yes, I can. Oh, beautiful. Can you hear me? Okay. Yeah. This is your calling. I'm happy to see you and thank you very much for your presentation. You received a major applause here from the audience, and I think you can see some of the audience. So I understand that you are open for some discussion, are you? Yes. Okay. So while I look around for arms coming up, I may already address one point, and that links to the previous talks that we had. Really, despite the major technical progress that we are making in global and Earth system modeling, there is not really news in the qualitative sense. Would you agree on that? Qualitative. The signal directions are identical. We have quite substantial quantitative improvements, but yet they do not question, let's say, the third or the fourth assessment report results. Aber die Ergebnisse des dritten oder vierten Sachstandsberichts werden dadurch nicht in Frage gestellt oder so. Was jetzt genau? Was fehlt denn dabei? Qualitativ, was gemeint? Die Frage ist, ob die Verbesserung der Erdsystemmodellierung wirklich auch zu einer Änderung geführt haben und es im Prinzip inhaltlich weitergebracht haben, fachliche Erkenntnisse hinzugebracht haben, die vorher nicht da waren. Aber wenn ich die Frage richtig interpretiere, dass wir mit den Erhöhungen von Auflösung und Komplexität der dargestellten Modellierungsfaktoren wir schon ein bisschen besser modellieren können. Das hatte keinen Einfluss auf die Frage der Klimaerwärmung. Ja, es kommt jetzt darauf an, welche Fragen wir stellen. Und wenn wir uns jetzt bloß auf globale Ebene begeben, dann was Kontinente betrifft, dann würde ich sagen, Sie haben recht. Aber ich habe ja schon gezeigt, dass wir im Prinzip die ganzen Rückkopplungen beim Kohlendioxidzyklus
uns weitergebracht haben, insofern, dass wir jetzt bessere Schätzungen haben, bessere Hochrechnungen. Es ist schon ein besseres Verständnis, wie im Prinzip die Speicher im Ozean und auf dem Lande sich verhalten. Diese Rückkopplung, diese Feedbacks sind ganz wichtig für das Verständnis, um zu verstehen, welche Erwärmung wir in der Zukunft erwarten können. Das können wir, und ohne einen detaillierten Kohlenstoffzyklus können wir das nicht, Kohlenstoffkreislauf können wir das nicht erahnen und prognostizieren. Jetzt kommt es auf die Frage an, die Sie wirklich stellen. Die spezielle Frage jetzt, dass wir jetzt Informationen über biologische Prozesse brauchen. Das müssten wir auf jeden Fall mit in die Komplexität reinnehmen. Wenn wir jetzt die biologischen Prozesse außer Acht lassen, dann ist es kritisch. Also es kommt wirklich darauf an, auf die Problemstellung, mit der Sie das Modell erstellen. Manche Modelle brauchen einen hohen Grad an Komplexität. Die allgemeine Botschaft am Ende der Berichte, nur die letzten beiden Berichte haben gezeigt, die Botschaft ist die gleiche. Aber ich würde das jetzt nicht als störend empfinden. Störend, ja. Das sagt uns, dass wir mehr am Problem arbeiten müssen. Gut, soweit gehe ich mit. Wir verstehen zwar einige Sachen, Temperatur zum Beispiel im Wasserzyklus in den Hemisphären. Wasserzyklus ist noch ein bisschen problematisch, weil wir die Auflösung nicht fein genug haben. Weil das so klein skaliert ist und weil so Einzelwolken zum Beispiel und Abgrenzungen auf kleinster skalierter Ebene. Und dadurch gibt es also diese breit gefächerte Unsicherheit, die immer noch damit zu tun hat. Also ich bin ganz und gar auf Ihrer Seite und würde das unterstützen. Es geht mehr um die Kommunikation mit Entscheidungsträgern und der allgemeinen Öffentlichkeit. Es gibt Fragen seitens des Publikums. Ich hoffe, das Mikro ist schon reihum gegangen. Wie machen wir das? Na, ohne Mikro wird das nichts. Also ich kann leider nicht dolmetschen, weil ich nichts höre, aber es wird auch in den USA nicht ankommen, oder? Aber es wird wahrscheinlich weitergereicht. Also im Moment kein Dolmetschen möglich. Also Christian hat jetzt gefragt, warum der fünfte Sachstandsbericht nicht den höheren Genauigkeitsgrad, Auflösungsgrad berücksichtigt. Er dankt natürlich auch dafür, dass Sie den Vortrag gehalten haben, aber warum ist das noch nicht Teil des Berichts? Na gut, der IPCC-Prozess hat auch mal mit Konsens zu tun. Meine Ansicht ist, dass all diese Berichte mehr konservativ vorsichtig rangehen. Also in der Art und Weise, wie Mitteilungen im Bericht verfasst werden. Wahrscheinlich erreicht man mehr Konfidenz, mehr Zuverlässigkeit. Aber die Berichte sind ja noch nicht von Modellierern verfasst, sondern es geht ja um was anderes. Der Endbericht ist ja auf anderer Ebene verfasst. Jeder Satz wird da im Prinzip mehr vorsichtig formuliert. Also ich würde sagen, das sind so zentralisierte Mitteilungen. Ich denke eher, die Modellierer sind etwas überoptimistisch, was die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Modelle betrifft. Aber der Konsens im Bericht am Ende bedeutet, dass man diesen Optimismus wieder rausnimmt, etwas gedämpft ausdrückt und deswegen ist das nicht mit drin. Ja, vielen Dank. Ich denke, das klärt den Punkt auf jeden Fall. Ich schaue noch mal umher. Ich glaube, das zentrale Problem, die zentrale Frage, das war vor allem im letzten, vorletzten Teil Ihres
Vortrags die Psychologie der Kommunikation zwischen Menschen. Also das sind die großen globalen Herausforderungen in der Vermittlung. Wir haben das bereits diskutiert mit verschiedenen. Mike Hume und Günter Thiersch haben darüber referiert. Wir sind der Ansicht, dass das vielleicht noch eine größere Herausforderung ist als unsere technischen speziellen Fragen. Wie sehen Sie das? Auf jeden Fall, absolut. Da gehe ich mit, das stimmt. Weil hier haben wir psychologische Prozesse im Hintergrund laufen, soziologische Prozesse. Und die sind viel komplexer als unsere Systemmodelle, muss ich eingestehen. Wir müssen also bessere Wege der Kommunikation finden und da die Grundlagen klären. Auch unterschiedlich von Land zu Land. Das ist wirklich die große Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Natürlich modellieren wir weiter, wir werden daran arbeiten, diese verbessern. Aber wie man dann die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wesentlichen, weitervermittelt und zu den Menschen bringt, sodass sie informierte Entscheidungen treffen können, das geht über den IPCC-Prozess hinaus. Das ist nun die Verantwortung anderer, hier Lösungen, Erklärungswege zu finden, um so gut wie möglich die Erkenntnisse zu erläutern, sodass die umgebende Gesellschaft versteht und informiert entscheiden kann. Das ist das. Also Kommunikation ist das A und O jetzt. Also ich bin. Ja, das sehe ich ganz stark genauso. Es gibt noch eine weitere Frage und ich möchte meinen Kollegen bitten. Ich bin Angie. Hi Jeffrey. Ich bin ja sehr eindrucksvoll in Ihrer Präsentation, wenn ich das sagen darf. Der Gedanke, dass je feiner wir räumlich auflösen, desto mehr wir die Gemeinden und örtlichen Gremien mit hineinbringen können ins Boot und im Prinzip eine Bottom-up, also eine Umkehrung der Verantwortlichkeiten von unten nach oben erlangen können. Wäre es nicht interessant, ganz neu vom regionalen und kommunalen Niveau neu zu beginnen? Das heißt, dass wir dort, wo wir leben, in unserer Region, meine Kinder werden erwachsen sein in ein paar Jahren. Und dann könnte man natürlich regional modellieren und wir würden im Prinzip Kommunikationsprobleme auch überwinden. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Es ist ganz so wichtig, das globale Bild sich anzuschauen, damit wir Sicherheit erlangen. Aber die Menschen leben ja nicht global, sondern leben in ihrer speziellen Region. Und achten mehr auf die Änderungen, die ihre spezielle Region betreffen. Und deswegen ist es sehr wichtig, hier nochmal nach unten aufzubrechen, herunter zu skalieren und Dialoge zu finden in den Regionen, wo die Leute sich am meisten verbunden, verwurzelt und engagiert fühlen mit ihrer Region. Wenn ich da nochmal ein bisschen vertiefen darf. Würde das nicht einen Konflikt geben zwischen den Begrenzungen, die wir auf einer Seite haben, Psychologie speziell, aber die mentalen Signale, dass lokal was geschieht? Genau das passiert ja, wenn ich mit Ortsgruppen spreche über den Klimawandel. Dann gibt es sofort Gefühle, affektive Reaktionen auf die Informationen. Auch wenn es kann zum Beispiel verstörende Informationen sein. Diese psychologischen Effekte der Informationen dürfen wir nicht ignorieren, denn die Leute leben ja vor Ort.
Wie können wir also die Kommunikation entwickeln, Kommunikationswege und Pfade finden, indem auch die affektive Seite mit erfasst wird? Und das passiert auf jeden Fall. Affektiv wird immer reagiert auf solche Informationen, die betreffen. Die Leute reagieren unterschiedlich, je nachdem, wie sie sich den Grad des Verlustes vorstellen, mit dem sie rechnen müssen. Also wenn jemand sich vorstellen muss, was ihm entgeht und was der Klimawandel für Verluste mit sich bringt, für ihn persönlich. Und diese prognostizierten, vermuteten Verluste, risikobehafteten Verluste, die können natürlich die ganze Frage nochmal beleben und bringen das Effektive mit rein. Ich hoffe, dass das jetzt richtig ankommt. Beispiel in den Vereinigten Staaten. Gibt es eine Angst, die Angst, nicht mehr individuell entscheiden zu können, ist eine ganz große in US-Amerikanern. Wenn es jetzt darum geht, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, dann greifen sie in die Freiheit der Menschen ein, mehr oder weniger, in längerer Sicht. Und das ist eine ganz kritische Frage in den Vereinigten Staaten. Die Menschen wollen selbst entscheiden. Für sie wäre es ein Freiheitsverlust. Bei anderen Gruppen ist das vielleicht nicht ein Freiheitsverlust, sondern ein finanzieller Verlust. Auf der wirtschaftlichen, ökonomischen Seite wird es natürlich auch Folgen geben, Rezession oder also der finanzielle Einfluss ist auch nicht zu unterschätzen. Es geht also darum, was ist der vorstellbare Verlust? Und da müssen wir auf diese, es geht also nicht bloß darum, Wissenschaft zu vermitteln, sondern diese Verluste, die daran hängen oder die vermuteten Verluste. Es ist eine psychologische Frage, wie schon mehrfach gesagt. Ich sehe keine weiteren Meldungen. Niemand meldet sich. Ich bin ganz sicher, dass es uns viel Stoff zum Nachdenken bringt, was Sie uns eben erzählt haben. Ich persönlich war sehr beeindruckt über die Modellergebnisse, Humidity, Feuchtigkeit. Auf diesem Genauigkeitsgrad hatte ich das nicht vermutet. Ich bin also sehr erfreut, dass ich Sie ganz in aller Frische vor mir sehe. Ja, vielen Dank. Also vielen Dank, dass Sie das mit auf sich genommen haben, diese Übertragung. Wir haben es sehr genossen und beste Wünsche in die Vereinigten Staaten. Danke. So, wir schalten ab. Okay. Uff, it worked. Thank you to Aline and Uwe and all the team. Und Sie dürfen mir glauben, das war technisch gesehen keine einfache Nummer. Ich hatte das angedeutet, dass hier die technologische Basis in diesem Gebäude etwas zu wünschen übrig.